Hallo. Ich bin der Klaus. Ich bin der Raudi. Hallo, freut mich. So richtig angefangen hast du eigentlich mit einem Spiel, das hieß Römer gegen Karthager. Und da hatte ich dann so kleine Lastolin-Figuren mir später dazu gekauft. Da war ich dann schon 10. 10. Aber das sind halt so die... So viel hatte ich damals nicht. Ne? Aber das waren so die Figuren meiner Kindheit. Und damit haben wir dann später auf dem Fußboden Landschaften gebildet mit Wollfäden und so weiter. Das war dann ein Fluss, das war ein Berg. Und da habe ich Regeln dazu geschrieben, wie weit dürfen sie sich bewegen, wie funktioniert der Kampf. Und das war damals, glaube ich, so ein bisschen der Grundstein für spätere Spielentwicklungen. Trinkst du Zucker? Ja, sehr gerne. Wie entsteht eigentlich der erste Gedanke im Kopf zu einem Spiel? Bei Catan, ich habe sehr viel über die Wikinger gelesen früher. Als Jugendlicher und sagen wir mal, diese Entdeckungsreisen der Wikinger, die sind ja aus dem offenen Meer hinausgefahren, ohne irgendwelche großen technischen Orientierungen, um ein neues Land halt zu entdecken, zu besiedeln. Ich habe gedacht, wie wäre das denn, da ein Spiel dazu zu machen, zu erleben, sozusagen als Meervolk jetzt aufs offene Meer zu fahren, dann entdeckt man plötzlich so eine Insel. Was macht man da? Na gut, ich meine, das Erste wird wahrscheinlich sein, Bäume fällen, Hütte bauen. Das Zweite wird sein, jagen gehen und so weiter. Und dann, wenn man Getreide mitgebracht hat, wird man natürlich einen Acker anlegen. Ja. Also all diese Dinge. Und die kamen dann eben ja, im Spiel ja, dann auch zutage. Ne. Übrigens habe ich auch den Prototypen vom... Wenn sich das interessiert, so wie er aussah. Die Schachtel ist von 95 jetzt, oder was? Das ist 94. Ja. Ja, gerne. Also damals hatte ich noch keinen Computer, mit dem ich da so Illustrationen machen konnte. Und das sind dann so meine Schäfchen gewesen, die ich damals gemalt habe, die Leute irgendwie ganz goldig finden. Und das war Weideland. Und dann haben wir hier das Meer. Das war nur ein bisschen anders als heute. Aber im Prinzip die gleiche Felderanzahl, also alles genauso wie es heute ist. Und das waren dann die Häuschen. Hat Benny mir zum Teil noch geholfen und er hat die gebastelt. Ja, so ging es zu den Verlagen dann. Wahnsinn. Und hier noch original draufgeschrieben, schön.